Es möge Frieden sein unter allen Menschen, allen Lebewesen im Universum. Es möge Frieden, Liebe, Glückseligkeit sein. Es möge Frieden sein. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namaskar. Willkommen, 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 willkommen. Ich bin glücklich. All men.
wie können wir dieses Leben wirklich nützen und herausfinden, wer wir wirklich sind und glücklich sein. Einer Frau ist es wieder gelungen, denn ich habe heute mit einer Devotee von mir telefoniert, deren Körper im Sterben liegt. Ich habe die Nachricht erhalten, jeden Moment, jeden Tag kann der Körper sterben. Und sie können nicht mehr sprechen. Deswegen habe ich heute am Vormittag dann versucht, in dieser Krebsklinik anzurufen. Und wie ein kleines Wunder konnte sie sprechen mit mir und bestätigen. Zu finden. Vor vielen Jahren hatte sie einen Traum. Sie war auf Gomera, auf der Insel Gomera, und im Traum wurde ihr gesagt, sie solle an diesen Strand gehen. Dort links entlang würde sie ihren Guru finden. Dem folgte sie und traf dann in einem spirituellen Zentrum, einem Sanyasin-Zentrum, mich. Wer ihr das eingegeben hat, wer sie geführt hat, wusste sie nicht, aber sie ist dem gefolgt und wie sie heute bestätigt hat, im Angesicht des Übergangs Frieden ist hier. Viele Menschen fragen mich immer, was ist der Sinn des Lebens? Warum bin ich hier? Was soll ich tun? Was ist meine Berufung und so weiter? Das. Herauszufinden, wer ist, wer bin ich? Und glücklich sein. Denn erstaunlicherweise, wenn wir wirklich still sind, wenn wir nicht Sklave sind von Gedanken und Emotionen, sondern still im Jetzt ist, erstaunlicherweise, denn niemand ist hier, nichts ist hier, dennoch ist Glückseligkeit hier. Stille, Friede, Glückseligkeit, ein und dasselbe. Unser wahres Selbst. Alles andere, was wir erfahren, denken, fühlen, Erscheinungen darin. Vergängliche Manifestationen. Wirklichkeit ist
Friede. Wirklichkeit ist Glückseligkeit. Hat irgendjemand was dagegen? Bitte schön. Wenn Sie Fragen haben oder sprechen wollen über etwas, bitte schön. Viele von euch sind natürlich schon öfters zu mir gekommen und haben deswegen keine Fragen mehr. Sind verschwunden. Aber es gibt ja auch neue Besucher, neue Besucherinnen. Willkommen. Ich sehe viel weißes Lächeln in den Reihen bis nach hinten. Bitte schön. Ich würde gerne wissen, ein paar deutsche Frauen. Intensiv. Intensiv, liebevoll, intensiv, heftig. Ja? Wie ein Eisbrecher. In jungen Jahren haben ihn sehr viele, insbesondere in Europa, wo auch in Europa gereist ist, viele seiner Devotees wieder verlassen, weil er unnachgiebig war. Unnachgiebig, fordernd. Wollte den Diamanten unbedingt loswerden. Unbedingt ihnen schenken. Und musste mit ansehen, dass die Menschen lieber mit Murmeln spielen, als einen Diamanten seiner Kostbarkeit wertzuschätzen und zu ehren. Aber wenn Sie das wissen wollen oder erfahren wollen, dann ist das möglich, denn Papaji ist nicht gegangen, sein Körper ist gegangen, aber dieses Herz, diese Präsenz ist immer hier. So, gestern im Satsang saßen Sie in der dritten Reihe, heute in der ersten Reihe. Wo werden Sie morgen sitzen? Im Herzen, im Herzen, im Herzen.
wie zum Herzen, in dem alles erscheint und wieder vergeht. Erscheint und vergeht. Und das Selbst völlig unberührt ist, völlig unberührt von allem. Und strahlt, in sich strahlt, aus sich strahlt. Und von sich strahlt. Suchen wir dieses Herz und erkennen durch die Ergründung des Ich, die Ergründung der Person, dass diese in Wirklichkeit nicht existent ist und nur dieses Herz immer dann bist du frei und glücklich. Die Lebensumstände möglicherweise sind dennoch nicht alle so, wie die Person es gerne haben wollte oder haben will. Aber diese Qualität des Herzens überstrahlt alles. Ist unermesslich stark und bietet Geborgenheit für die Schwachen. Das ist die Funktion des Gurus, dass er die Schwachen in sein Herz aufnimmt und ihnen ermöglicht, zu erstarken und zu erkennen, wer sie sind. Dass sie den Mut haben, von dieser krampfhaften Körperidentifikation, dieser krampfhaften Ich-, Ego-, Person-Identifizierung sich zu emanzipieren, zu erkennen, was Wirklichkeit ist. Diese Wirklichkeit spiegelt sich natürlich auch in vielen Erscheinungen des Universums, ist aber nur wirklich erkennbar in absoluter Stille. Ja, bitte schön, Ihr Mikrofon, Frieda. Ich habe hier eine Frage dazu, und zwar, mir geht es gerade um das Thema Herzensqualität. Und ich merke, dass ich ziemliches Herzklopfen habe, einfach deshalb, dass ich mich im Herzen doch
von etlichen berühren lasse. Das heißt, für mich ist das, also was jetzt gerade rüberkommt, für mich fühlt sich so an, als wäre das ein starrer, etwas Starres und nichts Lebendiges. Also entweder verstehe ich da jetzt was falsch, aber für mich bedeutet Herzensqualität, dass ich mich berühren lasse, auch von außen, von der Schönheit. Und dass ich das nicht nur in der Stille finde, sondern auch im Kontakt mit Menschen, im Kontakt mit der Natur. Also irgendwie verwirrt mich das jetzt gerade ein bisschen, was ich jetzt so höre. Vielleicht höre ich es auch nicht richtig. Okay. Nein, erfreuen Sie sich ruhig an den Erscheinungen der Natur, an der Göttlichkeit der Natur, erfreuen Sie sich an menschlichen Kontakten. Göttliche Natur im Menschen, erfreuen Sie sich an allem. Lassen Sie ruhig dieses Herz berühren. Aber dieses Herz, von dem Sie sprechen, findet statt in etwas, was noch tiefer ist, was die Quelle ist. Was der alles entspringt und wieder vergeht. Hat jemand von Ihnen den Diamanten schon wahrgenommen und schätzt ihn? Bitte um Handmeldung. 1, 2, 3. Ein herrlicher, herrlicher Juweliersladen, muss ich sagen. So viele Diamanten auf einem Fleck. Wie ist die Größe? Eher so ein Karäter oder eher so Kohinoor? Ja. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut.
Ja, da hinten das Mikrofon, bitte. Bitte schön. Ja, ich habe nicht in dem Sinne eine konkrete Frage. Ich will einfach gerne mehr hören über das Selbst. Die Stille brüllt wie ein Löwe. Nur der Narr kann schlafen, wenn der Löwe brüllt. Verstehen Sie? Aber wenn Sie was hören wollen, wenn Sie eine konkrete Frage stellen, erfahrungsgemäß kommt meist eine Antwort dann auch von Ihnen. Aber wenn keine Frage hier ist und kein Zweifel, besteht kein Grund, etwas zu besprechen. Gibt es eine Frage von Ihnen? Ja, ich kann es nur noch mal anders formulieren. Einfach noch diesem Selbst noch näher zu kommen, noch, dass es noch lebendiger wird in mir, wie das, wie ich dahin komme, wie das zu erreichen ist. Indem Sie den Irrglauben aufgeben, dass Sie getrennt seien vom Selbst. Alles, was Sie wahrnehmen, auch was Sie hören, denken, fühlen, schmecken, riechen und so weiter, muss ja stattfinden in etwas, in einem Hintergrund, in einem Seinshintergrund, in dem es manifestieren kann, wie jetzt auch die Stimme, Klangkörper, findet statt in der Leere. Ohne die Leere kein Klang und kein Hören. Wenn Sie nur auf die Worte achten, den Klang, nehmen Sie die Stille, die Leere nicht wahr. Dass Sie sich interessieren für das Selbst, Gnade. Gnade hat Sie geküsst. Gnade hat Sie geküsst und Sie interessieren sich für Wahrheit, für das Absolute, für das Jetzige, für also jetzt wenden Sie sich einen Moment ab von Klang, Gedanken, Emotionen und ergründen, wer bin ich, in dem all dies geschieht. Wer? Das wäre eine Annäherungsmöglichkeit, wenn Sie den Geist nützen wollen, den unruhigen Geist, in dem der Geist sich konzentriert, bündelt auf dieses Ich, das Ich-Bewusstsein, Annäherungsmöglichkeit. Wenden Sie das an, werden Sie feststellen, das Ich ist nicht existent, eine reine Einbildung. Das sagen nicht nur die Weisen seit Tausenden von Jahren, inzwischen auch die Bewusstseinsforscher und Gehirnforscher haben auch festgestellt, Ich, ein reines Hirngespinst. Eine andere Möglichkeit und die zweite direkte, denn alle anderen spirituellen Richtungen empfehlen eben zu praktizieren, zu üben, zu arbeiten, wie wir es gestern gehört haben,
zu tun und machen und zu praktizieren. Und sind indirekt. Eine andere direkte Möglichkeit ist die der Hingabe. Wenn Ihnen klar geworden ist, dass Sie in Wirklichkeit keine wirkliche Kontrolle über diesen Körper haben, die Lebenskraft erschien und Sie wissen nicht, wann die Lebenskraft wieder gehen wird, haben keine Kontrolle darüber. Wenn Sie das erkannt haben, dann geben Sie sich dieser größeren Energie hin und geben damit die Verantwortung ab. Hingabe geschieht. Im Übrigen, wenn Sie diese Selbstergründung, die ich vorher erläutert habe, anwenden, geschieht früher oder später auch Hingabe. Und beide führen hierher. Dankeschön. Ein Herr hat sich auch gemeldet hier hinten, bitte schön. Ja. Meine Frage wäre, kommt gerade ein Mikrofon zu Ihnen, bitte schön. Meine Frage wäre, ob Vergebung wichtig ist und wenn ja, wie man sie erlernen kann. Vergebung ist sehr wichtig, wenn Sie im Groll verbunden sind mit früheren Ereignissen, sogenannten negativen Ereignissen oder unfriedsamen und so weiter, dann ist Vergebung Weisheit und essentiell. Wenn Sie hier im Jetzt sind, geschieht Vergebung automatisch, weil keine Vergangenheit existiert und kein Verlangen nach Vergangenheit. Und weil es im Jetzt auch keinen anderen gibt, brauchen Sie auch niemand vergeben. Im Prinzip vergeben Sie ja nur sich selbst, dass Sie etwas so ernst genommen haben und verhaftet waren an Unfriede. Aber in der Form, das dem anderen mitzuteilen, sehr gut. Bitte schön. Bitte schön hier vorne. Mikrofon nach vorne, bitte. Ja. Ich habe eine Frage zur Hingabe. Ich bin im katholischen Glauben aufgewachsen und da ist Hingabe ganz oft vorgekommen und das ist für mich ein schwieriges Wort. Kann ich das ersetzen durch Vertrauen ins Leben? Vertrauen ist sehr gut, sehr gut, ja. Vertrauen ist sehr gut, ja. Danke. Aber Sie sind doch jetzt ausgewachsen, oder? Erwachsen. Sie sind auch erwachsen geworden von allen Institutionen, ne? Ja. Sehr gut, sehr gut. Ja. Auch da emanzipiert, ja, von irgendwelchen Vorstellungen, nämlich der Vorstellung der Trennung. Der Trennung, dass Gott ein Subjekt ist, das getrennt ist von Ihnen und Sie der Vermittlung der katholischen Kirche, ja, dass Sie die brauchen, um Gott zu erreichen. Das ist weg. Das ist weg, ja, das ist weg. Einfach Schwierigkeiten mit dem Wort Hingabe. Hingabe, okay. Ja. Warum? Müssen wir jetzt analysieren. Gabe, was Schönes, ne? Geben. Ich kenne es hier als eine Frau, die sehr gerne gibt. Auch geben Sie sich
gehe sehr gerne der Schönheit des Lebens hin. Ne? Ja. Das ist mir aufgefallen. Also mit dem Wort geben, dann scheinen Sie kein Problem zu haben. Ne? Nein. Nur wohin? Deswegen rate ich meist westlichen Menschen nicht Hingabe, weil es im Westen nicht verstanden wird. Die Hingabe, die wir ausüben, geschieht durch den Geist. Und da entsteht wieder Trennung, weil durch das die gemachte Hingabe etwas erwartet wird. Ein Ereignis, ein Erfolg, Erwachen, Erleuchtung, Freiheit, Reinheit, Seligkeit, was auch immer. Deswegen eher, wenn schon eigentlich vermeide ich es, jegliche Methodik zu vermitteln, weil jegliche Methodik zur Behinderung wird. Selbstergründung kann sehr günstig sein, wie ein Stock, mit dem man ein Feuer schürt und am Leben hält, diese Flamme in einem der Erkenntnis. Und dann, wenn das Feuer gut brennt, sollte man früher oder später auch diesen Stock, mit dem man das Feuer geschürt hat, hineinwerfen. Auch er verbrannt. Hingabe geschieht von selbst. Ansonsten muss man dann möglicherweise ein Leben führen wie eine katholische Heilige, die auf wunderbare Weise vielen Menschen gedient hat in Kalkutta. Und so viel Gutes getan hat, sich und ihr Leben, ihren Körper hingegeben hat, aber wenn man gelesen hat in ihrer Biografie, wie viel Leid und wie viel Verzweiflung, wie viel Schmerz, wie viel Wahnsinn sie empfunden hat, war das dann doch keine heilige Hingabe, sondern ein Wirken des Ego, ein Wirken des Ego mit dem Glauben, Gutes zu tun. Wahrlich gut ist zu erkennen, wer sie sind, und nur dann können sie irgendjemand anders helfen. Alles andere verlängert die Illusion, die Ignoranz. Was ich aber in der katholischen Kirche wieder richtig geil finde, wie die Jungs angezogen sind. Das finde ich klasse. Further questions? Somebody likes to speak in English? Welcome. Italian. Parusco. Netherlands. Bayerisch. Grüezi.
Bitte schön, ja, bitte schön, willkommen. Frage, was soll, was soll die Verkörperung, also was soll es, dass wir verkörpert sind, wenn alles in Ordnung ist? Also ich weiß das, oder ich spüre auch, dass wir alle Teil oder alle Ausdruck derselben Energie sind. Diese Energie ist da. Das spüren Sie, ja? Das spüre ich, ja. Gut, ich spüre auch zum Beispiel ein Baby in mir, im Moment, aber also ich spüre, dass da was... Wie soll es heißen? Nein, jetzt nicht im Moment, sondern früher. Ach so. Also ich spüre, dass es Materie gibt. Und was soll das? Was soll das Ständige geboren werden, sterben? Gut, es stirbt irgendetwas nicht, das ist klar. Ist Ihnen das klar? Was anderes, ist Ihnen das wirklich klar, dass etwas, wie Sie es nennen, etwas nicht stirbt? Ja. Sehr gut, ja. Dann ist Ihnen alles klar. Alles ist Ihnen klar. Ewigkeit ist Ihnen klar. Jetzt ist Ihnen klar. Was ist Ihnen da nicht klar? Das Leid. Das Leid, okay. Das Leid des Körpers. Das konnten wir. Also das Glück des Körpers gibt es und es gibt auch das Leid des Körpers. Ja, wo Körper ist, gibt es die Dualitäten. In dem Eins, in der Quelle, im Absoluten, Stille, Einssein. Aber ungeheures Potenzial. Manifestation entsteht. Liebe. Erste Manifestation, Liebe. Und dann beginnt, wie war es gestern genannt, der Zirkus. Der Zirkus, ja. Dualität, ja. Dualität. Freudige, gute, glückliche Erfahrung und leidvolle, schmerzhafte, traurige und so weiter. Wenn Sie jetzt völlig identifiziert sind mit diesem Körper, mit seinen dualen Erfahrungen, dann Leid hier. Deswegen gilt es zu erkennen und deswegen sind Sie, wenn Sie gefragt haben, warum Sie verkörpert sind, Sie sind verkörpert, wie ich eingangs schon sagte, um herauszufinden, wer bin ich. Zu erkennen, wer Sie sind und glücklich zu sein. Denn in dieser Dualität sind Sie nicht völlig glücklich. Und, glaube ich, greife ich nicht vor, wenn ich sage, Sie fühlen sich nicht wohl damit. Sie wissen ganz genau, dass unglücklich sein unnatürlich ist. Sie spüren, dass Unglück nicht natürlich ist. Also gilt es zu erkennen, was ist das? Wer ist das? Wer bin ich in dem einzelnen Erscheinen kommen und gehen? Deswegen sind Sie hier. Ja, bitte schön, hier. How is the time today? Bis wann sind wir hier sein? Wenn man den Weg in Richtung Aufwachen geht, passiert es jetzt immer häufiger, dass man Menschen, die diesen Weg nicht
Umgehen immer schwieriger aushält. Hat das was mit Schwierig? Hat das was mit einem spirituellen großen Ego zu tun oder? Das hängt damit zusammen, dass wir glauben, auf einem Weg zu sein. Und glauben, auf einem Weg zu sein, ist ein Irrweg. Glauben, auf einem Weg zu sein, ist Verzögerung. Ist spirituelle Spielerei, weil sie nicht erkennen wollen, wer sie sind. Auf einem spirituellen Weg zu sein, ist Trotz. Denn Erwachen ist bereits hier und jetzt, Freiheit ist bereits hier und jetzt, Glückseligkeit ist bereits hier und jetzt. Sie haben sich hineinlocken lassen von irgendjemand auf die Wege. Und die Wege entsprechen dem Interesse der Menschen, die diese Wege anpreisen und verkaufen. Aus ihrer eigenen Illusion heraus, aus ihrer eigenen Unsicherheit heraus, aus ihrem eigenen Nichtwissen heraus. Denn jeder, der weiß, sagt, der Weg ist zu Ende hier und jetzt. Freiheit ist bereits hier und jetzt. Alle anderen sind keine Gurus. Alle anderen sind Killer. Es gibt keinen Weg. Wahrheit ist bereits hier. Und ist Wahrheit nicht hier, wird sie niemals hier sein. Denn was nicht hier und jetzt ist, wird auch niemals kommen. Alles, was kommt, muss auch wieder gehen. Also diese Wahrheit, die hier ist, kommt nicht und geht nicht, ist immer schon hier. Deswegen sage ich, wachen Sie auf. Oder Sie genießen eben Ihren Weg und dazu gehört halt auch das Unwohlsein mit anderen. Denn, wie sagte Sartre schon, die Hölle, das ist der andere. Ja, bitteschön. Also dann gibt es nichts zu tun. Das kommt drauf an, was wollen Sie erreichen? Wenn Sie ein Haus bauen wollen, dann gibt es sehr wohl etwas zu tun. Gilt es ein gutes Fundament auszugraben, möglicherweise Pläne zu machen und das Haus zu erbauen und ein Dach drauf, bevor es regnet. Also da gibt es was zu tun, aber was wollen Sie erreichen? Um hier anzukommen, muss nichts getan werden, denn Sie sind bereits hier, nicht wahr? Sehr gut. Was wollen Sie sonst noch? Was wollen Sie darüber hinaus? Aufwachen und glücklich sein. Was hindert Sie daran, aufzuwachen? Identifikation. Und was? Das ist ein Fremdwort. Das hat Ihnen irgendjemand beigebracht. Ja. Das ist unnatürlich. Irgendjemand hat Ihnen erzählt von Identifikation. Glauben Sie nicht daran. Danke. Sehr schnell, sehr schnell. Sehr, sehr. Bitte schön, noch eine Frage hinten. Eine Frage aus dem Sufi-Land. Wie war die Antwort? Namaste. Namaste. Ich habe mal gelesen über Ramana Maharshi, dem Lehrer von Papaji, dass er sagte, dass alles vorbestimmt sei und die einzige Freiheit, die wir hätten, ist, wie wir auf das, was geschieht, reagieren. Ganz genau, deswegen, obwohl wir beide uns lieben, sind wir nicht zusammengekommen. War vorbestimmt, konnten wir nichts anderes dagegen tun. Was Liebe ist hier, dazu sagen? Große Liebe ist hier, großer Respekt, Schönheit ist hier, bei Ihnen, bei mir, aber warum geht's? Dieses Ereignis war nicht vorbestimmt. Können Sie uns abmühen oder ärgern darüber, aber oder es lieben.
es lieb bin, ja. Ja, ich fand, das hat mich sehr berührt. Es hat mich richtig tief berührt, als ich das gelesen habe. Und das bedeutet ja wahnsinnig viel. Das bedeutet absolute Erleichterung. Ja. Völlige Erleichterung, weil alles geschieht, wie es zu geschehen hat. Okay, danke. Ja, bitteschön, noch ein grünes Band mit Hand. Mehr habe ich nicht gesehen. Willkommen. Hallo. Hannes. Ich finde es schön, dass Sie immer lachen. Wie bitte nochmal? Ich finde es schön, dass Sie immer lachen. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Du einmal. Sehr schön, sehr schön. Wie ist dein Name? Sehr gut, sehr guter Name. Sehr guter Name. Starker Name. Lachen ist ein untrügliches Zeichen von Meisterschaft. Wie denn diejenigen, die ganz ernst daherwandeln und einem das Paradies verkaufen wollen, den kann man ja nicht ernst nehmen. Da will ja keiner hin, wo es so traurig ist. Oder? Hat da jemand von euch Bock drauf? In Münzingen. In Münzingen? Da, wo das Schloss Oberambach ist? Nein. Nein, in Münzingen in der Schweiz. Ja, bei wem? Gehen wir nicht auch nach Münzingen jetzt in dieses Retreat? Sind wir nicht auch in Münzingen? Ja, das heißt Münzingen. Da gehen wir morgen hin, aber das ist eine andere Richtung, ne? Ja. Sehr gut, sehr gut. Ich liebe ja die Schweiz, wie ich gestern auf dieser Podium was ich vergessen habe zu sagen gestern, und das möchte ich jetzt nachholen. Heute beim Joggen entlang der Isar war so stark die Liebe zur Schweiz da. Durch diesen Satz erwachen in den Zauber. Das ist Gnade. Die Wege des Selbst sind wunderbar. Nur gibt es sie leider nicht. Om Tat Sat. Om Tat Sat. Friede sei mit euch. Herzlichen Dank. Wir haben einen Gast hier aus St. Petersburg, eine wunderbare, sehr talentierte und erfolgreiche Sängerin. Mit der war ich jetzt die letzten Monate im Studio hier in München. Ja. Und das ist ganz spannend, so ins Studio zu gehen und macht viel Spaß.
viel Spaß im Studio. Und da haben wir Lieder aufgenommen, wie jetzt dieses Hari Om, was Sie gehört haben vorher. Und jetzt kommt noch mal eins, das heißt Embrace. Weißt du, Sophia, in Sudan, you like to speak something about your song? Yeah, you like to sing it live or shall I make it? Everything is spoken in the song. Everything is spoken in the song? Okay. It's called I Embrace, right? Okay. You play this one? Did you like the song from her before? Yes. Right? Yeah.